Ich habe euch hergebracht, damit ihr euch einer großen Herausforderung stellt. Ich habe Nerven aus Stahl und Muskeln aus Sand. Und Augen aus Gelee. Mein Poseidon wurde angegriffen. Von einem mächtigen Feind, den ihr bezwingen müsst. Dann mal los, eure Hoheit. Dann mal los! In dieser Ecke der Verteidiger des Poseidons. Ein kleiner, eckiger Bursche. Und sein Herausforderer. Ein riesiger, mörderischer Eichhörnchenroboter. Sieh mal, eine Giraffe! Ich glaube, ich muss nach Hause, um Gary zu füttern. SpongeBob hat eine Gelegenheit, aber wird er seine Chance nutzen können? Das tut bestimmt weh! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm! Offenbar zeigt sich der Roboter nun verwundbar! Au! Ich fürchte, so wird SpongeBob eher nicht gewinnen! Great Barrier Reef! SpongeBob hat eine Gelegenheit, aber wird er seine Chance nutzen können? Jetzt bekommt der Roboter eine Frühlingsbrise. Der Roboter sollte besser schleunigst seine Taktik ändern. Ich will spielen! Patrick, wir spielen nicht. Wir kämpfen um unser Leben! Ich will spielen! Oh, na gut. Spling! Der alte Wäscheleine-Move! Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Uff! Hey, meinem Rücken geht es viel besser. Der Roboter verliert seinen Kopf. Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Der Roboter verliert seinen Kopf. Was für ein schockierender Niederwurf durch Patrick! Anscheinend hat Patrick da eine gute Gelegenheit. Hübscher fliegender Kopfding-Move von Patrick. Roboter verliert seinen Kopf. Wow, so ein elektrisierendes Match habe ich noch nie gesehen. Das war lustig. Du bist dran, SpongeBob. Hui. Der alte Wäscheleine-Move. Autsch, ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. An dieser Stelle ist der Roboter verwundbar. Mal sehen, ob SpongeBob sich darauf stürzt.
Oh, was für ein Aufwärtshaken! Jauch! Klasse Aktion von SpongeBob! Das Match ist so gut wie beendet. Autsch! An dieser Stelle ist der Roboter verwundbar. Mal sehen, ob SpongeBob sich darauf stürzt. Also das war doch mal ein Kampf. Sag ihm, was er gewonnen hat, Johnny. Eine neue Kraft, das Blasenbowling. Doch warte, da ist noch mehr. Ein goldener Pfannenwender. Und das ist noch nicht alles. Ein Geschenkgutschein von Deans kleinem Laden für getrocknete Fischflocken und Blumen über $5.32. Oh, vielen Dank. Das bedeutet mir so viel. Ich habe mir vorgenommen, nicht zu weinen. Weine so viel du willst, aber nicht hier. Der Boden ist frisch gebohnert. Hey, Plankton! Ja, was gibt es? Ich habe mich nur gefragt, warum die ganzen Roboter scheinbar alle aus dem Abfalleimer kommen. Tun sie das? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja. Und dann ist da noch dieses große leuchtende Neonschild, auf dem Roboterhauptquartier steht. SpongeBob, wir sind doch Freunde. Nein, nicht wirklich. Genau. Und als dein Nicht-Freund mache ich mir Sorgen um dich. Und zwar genau jetzt. Du denkst zu viel nach. Ich mache mir Sorgen, dass du dir wehtun könntest. Ich sag dir, was ich tun werde. Ich übernehme das Denken für dich. So kannst du dir nicht wehtun. Und du kannst weiter daran arbeiten, mich wieder in den Abfalleimer zu bringen. Danke, Plankton. Du bist der beste Nicht-Freund, den man sich vorstellen kann. Ich muss nicht mehr nachdenken. Geschenke öffnen ist klasse. Katsching! Lass mich dir beibringen, wie man eine Blase bowlt. Drücke diese Taste, dann bowlst du eine Blase, die Roboter aus sicherer Entfernung umhauen kann. Wow! Vergiss aber nicht, dass das Blasenbowling nur bei Dingen funktioniert, die sich in Bodennähe befinden. Okay. Alle Neune! Willst also glänzende Objekte gegen einen goldenen Pfannenwender tauschen? Also gut, komm wieder, wenn du bereit zum Tauschen bist. Sandy, deine Baumkuppel hat ein Leck. Diese Roboter haben einen Sprung ins Glas gemacht, SpongeBob. Mein Baumhaus ist bis zum Dach voller Roboter und du bist schuld. Also geh da rein und sorge für Ordnung.